Hallo erstmal wieder. Wir sind wieder die verrückte Truppe. Wieder mit den Aushilfsfahrern hier, die wir gerade sehen. Und den komischen Tiger. Du hast doch Den gesagt, verrückt. Micha. Ja, schön, dass ich Tigerchen bei Aushilfsfahrer angesprochen fühle. Nein, ich habe mich auf den Verrückten angesprochen gefühlt. Achso. Auf den Verrückten. Der Verrückte ist immer Tiger. Genau. Und unseren Tom. Tschüss, Deutsch. Wir sind alle verrückt, sonst wären wir nicht hier. So sieht's aus. Und wir nehmen nur ab einem bestimmten Verrücktheitsgrad bei uns im Team auf. Genau. Normale brauchen sich gar nicht erst bewerben. Was sagt nochmal, kann jeder. Wir müssen alle so ein bisschen Bluna sein, oder wie war das? Komplett Banane. Ja, du Pflaume. So, ich kümmere mich jetzt mal ums Futter bei der Kühe. Ich habe hier eine Ladung Mischration geladen. Ja, ich bin immer noch am Ansehen von Feld 3. Ich habe mich Noch jetzt am gerade an die Dreschen von Tür vom Feld Kuhstall 2. festgefahren. Na ja, gut. Was habe ich? Ja, ich hatte mich jetzt gerade an der Tür vom Kuhstall festgefahren. Macht dir nichts draus, ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ja, aber nicht quer, oder? Kann man sie da quer festfahren? Tiger, Oder? die Ja, Tür hat nur nein. eine bestimmte Breite, ne? Das weißt Nein, du. Matze, man muss vorweg sagen, ich wollte erstmal gucken, ob da überhaupt Schmutz drin liegt, bevor ich reinfahre. Ja. Dann ging die Tür, der Reifen plötzlich in der Tür fest. Ich hab Aha. dir aber gesagt, dass die Viecher sauber sind, also zum Großteil. Ja, komischerweise habe ich jetzt noch eine ganze Schaufel hier Schmatzi wieder weggemacht, also. Warte, Tom, ich Der fahre kurz dreckig wieder hat sich raus. sauber. Da müssen wir uns mal noch so eine kleine Hufschlampe anschaffen, so einen kleinen MDS 50, 52 mit. Bündner 75. Ich wollte gerade sagen, der ist im Mod-Hub drin, das wäre so ein kleiner Geräteträger. Kleiner Güldner, der hat auch ein Ding mit da, der bringt auch gleich seinen eigenen Frontlader mit. Ja, das ist ja, glaube ich, so ein kleiner Geräteträger. Nee, der Nee, Güldner ist ein nee, der kleiner Güldner roter nicht. Trecker. Das war ein Wirklich, ein Trecker. kleiner roter Trecker. Ja, gut, da war immer so komisches Ding vorne drin, dass es wie so ein Geräteträger aussieht. Frontlader. Ja, Frontlader hat Frontlader er. hat er ja, das stimmt. Ja, aber der sieht so komisch aus. Das sieht nicht aus wie so ein normaler Frontlader, finde ich. Ja, der ist einfach nur gebogen. Das waren die Frontlader ganz früher. Das waren die früher von früher, das waren die ganz alten. Ist nicht so wie so, das, was wir jetzt dran haben, das ist eigentlich eine Industrie, die dürfte man normalerweise auch nicht benutzen. Richtig. Rein theoretisch hätte der Goethe die Berechtigung, den Frontlader. Brauchst du noch einen Abfahrer oben? Jetzt hab ich nämlich gerade mal leere Hänger. Ja, du könntest mal hierher kommen. Gut. Dann kannst du den W50 gleich mitnehmen. Alles klar. Sollte eigentlich fast voll sein. Aber Berechtigung hin oder her, wenn wir jetzt so ein altes Ding hier an unseren Traktor dran machen würden, das würde mit der Aufhängung total scheiße aussehen. Ja, logisch, das ist ja. Halt. Irgendjemand muss dann aber immer einen sauren Apfel beißen und mal anfangen mit Mist laden und Mist fahren. Haben wir unseren was leider nicht noch schon drauf? Dass wir Den haben den wir noch benutzen? nicht. Ja, aber den haben wir noch nicht, ne? Den müssten wir noch kaufen, ja. Ja, aber hast du jetzt ein Feld frei, was noch nicht Dünger Nee, in braucht? der, nee, der Mist muss in der Produktion hoch, in der Düngerproduktion. Ach so. Ja, ich hole mal jetzt hier eine Runde Stroh vom Feld runter, dass wir eben ein bisschen Stroh wieder haben. Ich könnte auch hier erstmal unterbrechen und Nein, du machst das Feld bitte fertig. sonst hast du nämlich noch bei in der Wachstumsstufe einen Absatz drin. Genau. Reicht schon, dass wir das auf Feld 4 haben. Dem Tom da rausgeflogen ist gestern. Feld 5 meinst du? Ja, Danke, fünf. Feld 5. Aber das war Aber ja nur. hättest du das jetzt nicht gesagt, dann wäre das keinem aufgefallen. Ja, mir doch egal. Lattenkahl. So. Was, Rattenkahl? Nein, Lattenkahl. Achso. Was, der ist heute auch da? Muss ich nicht.
Wir müssen so mal aufpassen, wer hier alles auf den Hof rumhurt, weil irgendwie habe ich letztens auch schon Schmidtchen Schleicher gesehen. Ein Ding. Schmidtchen Schleicher, kennst du das nicht? Hä? Schmidtchen Schleicher? Ja, er kennt Schmidtchen Schleicher nicht, okay. Google den mal, dann weißt du, wen ich meine. Eigentlich schon fast eine Berühmtheit. Was, sie kennt den bestimmt, oder? Ich bin gerade selber am überlegen, ich bin echt, also ich kann es dir echt nicht gerade sagen, ob ich dich kenne, das wirklich. Warum war das jetzt wieder gekauft? Ach, der Radlader. Kannst du echt nicht sagen. Selber wieder vorgreifen muss, das hatte ich eigentlich gerade vorgehabt. Ich wollte dir mal zuvorkommen hier. Beim Händler. Er wollte sich auch mal als Shopping Queen. Aber Tom, du weißt schon, ne? Ich hatte aber mit dieser Lotte noch ein Date gehabt. Eben drum! Sonst wärst du heute nicht mehr zum Arbeiten gekommen. Naja, wo recht hat er da recht. Pass mal auf, Tom, die lässt dich hier an ihr Höschen. Ja, komm jetzt. An den Schreibblock wollte ich sagen. Ja, genau. Jetzt haben wir ihn ertappt, ja. Jetzt wissen wir, warum der immer so Ewigkeiten da oben braucht. Also, der darf jetzt nicht mehr da oben, der darf nur noch mit telefonieren, so. Kannst du vergessen, ey. Ja, aber hallo. Du weißt schon, dass ich immer wieder meine Lieferung da links fahre. Ja. Das passt mal alles ab hier jetzt. So. Ja, du passt was ab. Wir wollen nicht wissen, wie du die Rabattsätze verhandelst, was du da. Ja, gut. Ja, einmal kraulen da kostet so und so viel weniger, weißt du doch schon. Ich will es dir nicht ausdrücken jetzt. Ein Gentleman genießt und schweigt. Und wer stellt seinen beschissenen Schneidwerkswagen hier mitten auf den Hof? Das habe ich vorhin schon gefragt, in der ersten Folge. Alter, ich nehme das Ding. Versenk's im Fluss, ich will's nicht mehr. Und schmeiß es hier irgendwo in die Walachei, ey. Kann ja wohl nicht angehen, ey. Ich habe das sogar in der zweiten Folge schon gefragt. Es ist die zweite Folge. Oder auch in der ersten Folge so rumgesagt. Entschuldigung. Das müsst ihr. Dann müsst ihr das gestern im Livestream da irgendwo so verloren haben. Ich sag's mal so. Nein, den habe ich vorhin verloren. Wie verliert man sowas? Ich habe einfach Q gedrückt. Wie war das mit Profi? Einmal. Nein, kriegen wir nicht mehr. Idioten bei der Arbeit haben. Sollte jetzt nicht wundern, wie ich jetzt hier das mache. So, Tom, hatten denn großes Leck? Oha, oha, oha. Was hättest du bei mir doch, bei euch? Das war nur bei dir gerade. Bei mir war auch was. Tom, hat der Lieferdienst den Radlader schon geliefert? Ja, ich bin schon beim Aufladen, weil ich, wenn ich was sag, dann mache ich es auch als mal als Erster. Ich verhau ihn nachher. Ja, bitte. Ich mach mit. Hätte ich mal wieder okay, die Möglichkeit. Ja, du bist doch vor uns gerade auf dem Feld rumgefahren. Na, jetzt will ich nicht mehr. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe massive FPS-Einbußen, wenn der Korntank vom Drescher voll ist. Dann würde ich mir vielleicht mal deine Grafik runterstellen, habe ich auch gemacht, hat geholfen. Aber nur dann. Aber nur dann, ja. Also ich habe wieder meine konstanten 60 überall. 60, Alter. Ein Träumchen, wa? Ja. Du, dir kaufen gute Grafikkarte. Wir können lecken an der Popo. Ey, gute Poppe. Grafikkarte heutzutage nicht mehr so teuer sein. Was soll ich denn sagen? Ich mache ja 19. Tschüss. Ja, warte. Ihr müsst doch damit. Ich habe schon mehrmals gesagt, du musst deine Grafik runterstellen, aber du hörst ja nicht.
Du hast nun mal bloß einen Laptop. Was haben wir heute? Heute ist Folge Donnerstag. Oh, da wird Kaffee sich ja freuen in der nächsten Folge. Also wenn wir quasi die nächste Folge zeigen, dann wir ja quasi auf Wursten treffen. In der nächsten Folge. Und dann bekommt der Kraft ja seine neue Grafikkarte. Wenn sie funktioniert, ist ja eine gebrauchte. Aber naja, gut. Da sind die Holzfäller auch wieder fleißig. War fleißig. Ja, aber ich frage mich ganz ehrlich, ne, so viele Stunden, die da schon drin abgerissen haben, ne? Da kann doch schon fast kein Baum mehr stehen. Ja, wenn immer wieder einer aufforstet. Ja, aber das dauert ja auch eine ganz schöne lange Zeit, bis der Baum wieder gewachsen ist, dass du ihn wieder fällen kannst. Ey, die haben Spezialdinger. Ja. Die Pflanzen auf einmal macht. Geht er wieder? Die haben ein Playback-Band laufen, falls der Chef vorbeikommt. Ich glaub's nämlich auch langsam. Man muss bloß hören, dass sie arbeiten. Aha. Ja, ich hab gehört, das soll so ganz komisch sein. Der mag sich nicht dreckig machen und hat Angst vor Spinnen im Wald und so. Oh. So ein independente Typ, weißt du? Naja. Bitte, bitte. Oh. Wie seine Frau heißt bestimmt Annette oder so, keine Ahnung. Egal. Ich wollte jetzt gerade sagen, wie lange haben wir jetzt für zwei Folgen gebraucht, dass es schon 12 Uhr ist, aber das ist ja die Ingame-Zeit. Ach, Mann. Digga. Aufstehen! Ja, es ist Sonntag. Wer kam eigentlich auf die blöde Idee, dass wir sonntags aufstehen? Du! Nee. Doch. Nein. Doch. 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 Nein. Doch. Nee. Michi, muss man die Kirche jetzt mal im Dorf lassen. Wieso? War sie schon draußen? Wir wollten Freitag, da konnte Matze nicht. Wir wollten Samstag, da konnte Matze nicht. Also war nur der Zeitpunkt Sonntag oder Montag. Und da fing Tom an, ja, da können wir Sonntag früh machen. Haha, Tom ist schuld. Ich kann's ab. Ich hab gesagt, ich hab den ganzen Sonntag Zeit. Wir können es auch sonntags machen. Ja, und dann hat Tiger beschlossen, ja, dann machen wir Sonntag. Aber ich habe nicht gesagt, Sonntag früh, das wolltet ihr. Unschuldig. Ich habe mich an euch angepasst, ich war weil sowieso... Weil ich wollte ja ursprünglich damit das machen. Matze wieder nicht. Schön mit Kaffee und Kuchen, aber ne, wollte ja keiner. Ja, du mit Kaffee und Kuchen Ansage machen, das hätte doch bloß gebatscht. Man kann auch zwischendurch mal den Kuchen aus dem Bus rauslassen und mal kurz quatschen. Heiß ob. Weißt du was, wo ist meine Tüte mit den Gummitierchen? So, jetzt. Gut. Das war der Einschlag der Gummibärchen-Tüte am Monitor vom Tiger. Geholfen hat's nix. Da ist irgendwie einer ins Salzsee gefallen. Was wäre? Du! Was? Doch! Wieder Zucker zu sich nehmen, bis es wieder ausgeglichen ist. Wir haben doch den Kuh-Mod mit drauf hier. Ja. Kuhs. Ja, er hat schon die. Ja. Und wir haben doch die Kühe gekauft, die besonders viel Milch geben. Ja. Sollen. Machen sie ja auch. Gibt aber noch die andere Kuhrasse, die noch mehr Fleisch und mehr Mist bringt. Fleisch waren, glaube ich, die Angus.
Passt aber nicht irgendwie nicht her. Ja, eine Art gibt's. Warte mal, da. Warum passt es hier nicht her? Weil aber diese Tiere nicht im. Genau. Ah, stimmt. Da war nur Rotbund oder Fleckvieh oder. Die Simmern, da war da auch noch dabei. Simmentale. Aber du, das Tom, das. Auch eine Milchkuh. Aber Tom, lass uns das in der nächsten Folge erklären. Ja, genau. Ja, sag doch. Dann sage ich mal, denkt an die Kombis, an die Däumchen, an die Post, die wir immer so von euch kriegen. Und ich sage mal, tschüss dann. Ja, da hat er mal zu euch die Absage erteilt. Ciao. Ciao. Ciao.